So schaut es jetzt einmal aus. Ihr seht, der Berg wächst. Das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Höhe sein. Ganz sicher bin ich mir noch nicht ganz. Aber ihr könnt jetzt sehen, dass der Berg hoch eher höher wird und da kommt jetzt dann eine Burg drauf. Welche Burg zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall seht ihr, dass ich jetzt da jede Menge Bücher drauf habe, weil ich das gerade festgeklebt habe und das trocknen muss und deswegen belaste ich das Ganze und ja, schon gespannt, wie das dann mit der Burg ausschauen wird, aber bitte, das wird dauern, weil ihr wisst ja, viele Projekte sind auf dieser Anlage noch zu machen. Diese Burg werde ich dann drauf bauen. Besorge mir gerade eben viele Bilder, auch einen kleinen Plan habe ich wo gefunden. Das ist die Burg Niederfalkenstein in Oberfellach in Kärnten, in sozusagen Oberkärnten. Eine wunderschöne Wehrburg, wie ihr sehen könnt. Und die kommt dann eben auf diesen Berg drauf. Namensnennung Marc Elch hat dieses Foto gemacht. Das ist von Wikipedia, damit ich auch da keine Probleme bekomme. Und mir gefällt es unheimlich gut, diese Burg. Auch vom Stil her passt es gut dazu, weil ich ja doch auf der anderen Seite auch alles mit Steingebäuden machen möchte. Dann passt diese Burg auch gut dazu. Und sie hat dann so eine Art, wie soll ich sagen, Übergang zum Tor über eine Brücke. Und von da aus startet dann im Prinzip der Wasserfall. Das passt dann auch sehr gut. Und ja, das ist das Projekt für den Berg auf dem Berg, damit ihr wisst, was ihr euch da erwartet. Auch hier geht es jetzt weiter. Wie es alle, die was es schon bei früheren Videos gesehen haben, da habe ich ja zuerst nur mit einem Schaumstoff eine Unterlage gehabt. Entschuldigung, dass es wackelt. Jetzt da habe ich ein Holz drunter gemacht. Und ich habe mit einem Flexgleis, also wo man selber zuschneiden kann, das noch verlängert, um ein Stück bis heraus. Ich habe ja vielleicht irgendwann einmal vor, da weiterzufahren, aber derweil wird das jetzt als Hafen, wie soll ich sagen, Hafen, Quay, Hafen Quay dienen. Da kommt dann noch ein Kran dazu und wahrscheinlich werde ich da ein Schiff hermachen, das der Kran dann beladen kann. Also das ist meine Vorstellung für diesen Teil derweil. Und wie gesagt, ihr seht, da ist ein Verbindungsstück. Ich hoffe, es kann man sehen, das dazwischen hineinkommen ist. Ich habe das dann zugeschnitten auf die Länge bis daher. Und ja, jetzt mit dem Prellbock passt das recht gut. Früher ist es nur bis hierher gegangen, jetzt geht es bis dahinter. Und auch eben die Unterlage ist hart und fest. Die Nägel halten gut. Deswegen habe ich das jetzt alles ein bisschen mit Holz gemacht, damit das auch wirklich stabil ist. Dann habe ich begonnen, meinen Leuchtturm auszudrucken. Das hat über 72 Stunden braucht der Drucker, da ich da immer wieder unterbrechen will. In der Nacht habe ich keine Lust, den Drucker laufen zu lassen. Wird das jetzt eine Zeitl dauern und ihr könnt dann immer wieder zwischendurch ein bisschen filmen, dass ihr den Fortschritt seht. Jetzt sind wir bei 25 Minuten und man sieht da mal den untersten, wie soll ich sagen, Teil, wie er beginnt. Ich habe jetzt ein weißes Bell angenommen, damit ich dann auch beim Malen mir leichter tue. So schaut es jetzt auch aus, was den Leuchtturm betrifft. Dieser Teil ist nur ein Teil des Leuchtturms und dauert schon so lange. Mal schauen, wie lange wir für den ganzen Leuchtturm brauchen. Und dann auch noch natürlich das Ganze bemalen. Ich möchte das auch eben mit Spachtelmasse machen, so dass er auch wirklich real ausschaut.
So, heute mal ein Abschätzvideo von Moba Opa ohne Alex. Der ist gerade unterwegs. Aber ich wollte das Video jetzt fertig schneiden und fertig machen. Ihr habt jetzt gesehen, was ich geplant habe. Es ist noch viel zu tun. Es ist, sind schöne Dinge dabei. Ich hoffe, es werden interessante Videos, die euch dann auch gefallen. Was ich auch Danke sagen möchte, dass wir jetzt schon über 450 Abonnenten haben. Das ist wirklich toll. Das freut uns, weil das uns motiviert, weiterzumachen. Also nicht nur jetzt die Anlage zu bauen, sondern auch Videos zu drehen und diese online zu stellen. Weil es ist ja doch immer wieder ein bisschen mit einem Aufwand verbunden, wenn man dann eben ein Video alles herrichtet, dass man das eben dann auch filmen kann und filmt und auch natürlich dann das schneidet. Ja, es freut uns, dass ihr eben so viel Freude an unseren Videos habt und offensichtlich gerne sie anschaut. Und danke, dass ihr das tut und immer wieder auch einen Finger nach oben gebt. Empfehlt uns auch gerne weiter, wenn euch unser Kanal gefällt. Oder gefällt, ne, um es richtig deutsch auszudrücken. Auf jeden Fall seht ihr, es kommt noch vieles auf uns zu. Und ich bin gerade dabei, jetzt eine Brücke zu bauen, die geschwungen ist. Und auch da wird es dann demnächst ein paar Bilder oder Videos geben, kurze Videos geben, die die Fortschritte zeigen. Und ja, so habe ich halt wirklich da und dort was zu tun. Und es ist einmal das, einmal jenes eben. Auch seht ihr am Ende des Films schon die Vorbereitung für den Leuchtturm. Das erste Teil wird ausgedruckt. Das habe ich auch eben, das werde ich eben per PLA-Drucker ausdrucken, weil eben das Modell, was ich da aus dem Internet herausgenommen habe, sehr gut gefällt. Aber das dauert auch, da dauert ein Druck zum Beispiel von einem Teil auf 3-4 Tage. Ja, es ist vieles noch zu sehen. Danke noch einmal, dass ihr das Video jetzt angeschaut habt, dass ihr euch Zeit genommen habt zu schauen, was kommt eben so Neues beim Alex Moba Opa. Und weiterhin viel Freude und danke.